Herzlich willkommen im K40-Keller. Hier ist nun das gute Stück. Hatte ich ja im letzten Video, glaube ich, gesagt, dass Stefan und ich diesen K40 endlich fertig umgebaut haben. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz im Detail zeigen, was alles gemacht worden ist. Und da einfach mal kurz drüber sprechen. Wie man natürlich unschwer erkennen kann, haben wir das gesamte Bedienteil neu gemacht. Weil so sieht natürlich ein K40 nicht im Original aus. Verbaut ist ein DLC 32, Revision 2.1 mit Display. Es wird eingebaut, weil es da war. Braucht man das Display unbedingt? Eigentlich nicht. Aber es ist halt da. Und das DLC 32 haben wir deshalb verbaut, damit man den K40 mit Lightburn steuern kann. Und wir haben, wie in dem letzten Video, welches ich gezeigt habe, die ganz einfache Methode, wie man es anschließt. Deswegen haben wir hier nochmal ein Poti mit verbaut, wo man letztlich die Maximalpower einstellt. Also wenn man jetzt im Lightburn 100% Leistung angibt, dann gebe ich hier einmal vor, 100% Leistung im Lightburn dürfen nicht mehr als 12 mA sein. Das ist quasi einmal zum Einstellen. Ja. Notausschalter hier. Wir haben den Schlüsselschalter, Laserswitch, Testschuss, ne, braucht man. Und das finde ich eigentlich sehr genial. Einmal für die Abluft kann man auf Automatik stellen oder Dauerbetrieb, Air Assist auch. Auf Automatik oder Dauerbetrieb. Die Steuerung hierfür haben wir mit einem R42 realisiert. Das zeige ich gleich mal, wenn ich das geöffnet habe. Mit einer Nachlaufautomatik letztlich. Dass der Air-Assist und die Abluft angehen, sobald du einen Job startest und beides für eine gewisse Zeit lang nachläuft. Der Air-Assist geht nach dem Job mehr oder weniger zügig aus, ich glaube nach 2 oder 3 Sekunden, und die Abluft läuft dann noch irgendwie 20 Sekunden weiter. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das Innenleben an. Ja, hier in der Innenseite sieht man ganz gut. Hier sind die verschiedenen Schalter, Wechselschalter, den Notaus, das DLC 32. Hier mussten wir uns ein bisschen was zusammensuchen, weil wir nicht das passende Material hatten. Ja, deswegen haben wir diese wunderschöne Holzoptik, Milliampermeter, das Poti und ganz wichtig ist natürlich auch, der Deckel wurde geerdet. Ja, aber jetzt kommen wir mal zum Innenteil, den Technikraum. Als Netzteil haben wir natürlich das Originalnetzteil drin gelassen. Die beiden Kabel kommen oben ans Display. Dafür habe ich auch noch eine Verlängerung. Die sind zu kurz. Deswegen habe ich sie jetzt erstmal abgemacht. Die Verlängerung muss ich noch anstecken. Auf der Seite haben wir ein Zusatznetzteil installiert. Einfach weil das Netzteil ein bisschen schwach auf der Brust ist. Und wir wollen das nicht überbeanspruchen. Und ich sagte ja schon, die Wechselschalter für Air Assist und Abluft haben wir mit zwei Air Assist 42 realisiert. Die sitzen hier an der Seite. Nochmal herzliches Dankeschön an Kelvin. Der hat das mal eben ganz schnell rübergeschickt, weil wir gemerkt haben, es fehlen zwei. Am nächsten Tag waren sie da, Gott sei Dank. Das ging dann relativ schnell. Und dann ist es halt eben so, wenn man einen Laserjob startet, geben die ein Signal und schalten. Hier haben wir so, wie nennen die sich, Doppelspulen-Schalter. Doppelspulen-Relais, weiß ich jetzt gar nicht, von Vago. Die werden dann geschaltet und geben dann die Steckdosen frei. Sehr genial gelöst. Das DLC 32 sitzt hier und wir haben auf dem Middleman-Board verzichtet. Wir haben den K40 auf mechanische Endstops umgebaut, damit wir einfach noch ein bisschen weniger Technik hier drin haben, weil wie man sehen kann, ist doch schon relativ voll. Dafür hat der Stefan so einen kleinen, ja, ich sag mal, Adapter gedruckt, der hier angebracht wird. Und dann werden die Endstops letztlich hier montiert. Und hier unten ist einer und mechanisch ausgelöst. Das hat uns das Middleman-Board gespart. Wir haben noch eine zweite Energiekette hier an die Seite gemacht, dass die Kabel ordentlich hier geführt werden. Und dann ist das Ganze ein bisschen aufgeräumter. Auch hier haben wir den Deckel geerdet. Jetzt hier dran, weil alle beweglichen Teile sollten natürlich auch geerdet sein. Besser ist das. Das gleiche gilt natürlich auch für den Deckel hier hinten. Der ist auch von innen geerdet. Wir haben noch einen Durchflusssensor mit Durchflussschalter installiert. Falls ja mal die Pumpe ausfällt und kein Wasser transportiert wird, läuft es nicht. Deckelschalter haben wir natürlich auch. Der war ja schon mit im Gerät. Das heißt, wenn Deckel auf ist, läuft Laser auch nicht.
Na, ihr seht, da kommt etliches zusammen. Ich habe ja in den anderen Videos schon Sachen umgebaut. Also in der Auflistung bis jetzt fehlte gerade ein bisschen was. Wir haben noch die Steckdose mit 12 Euro. Die erste Energiekette, 13,99. Die Lampe, die ich eingebaut habe, 5 Euro. Dann haben wir die Luftpumpe noch dazu geholt, 40 Euro. Kabel, Enthülsen, Kabelschuhe, dieses ganze Gedöns, sind wir so ungefähr bei 30 Euro. Anderer Kleinkram, 20 Euro. Der Cloudflare-Kopf waren auch nochmal 29 Euro. Und ich habe bestimmt noch was vergessen. Das ist halt eben das Problem und man hätte noch mehr machen können. Ne? Da fehlt jetzt ja noch der höhenverstellbare Tisch drin und man kann sich ja so einer Kiste ja nun wirklich auslassen und da muss sich halt jeder selbst fragen, macht ein K40 Sinn? Zum Basteln auf jeden Fall. Wir hatten unseren Spaß. Danke nochmal an dich, Stefan. Er ist ja nun extra hierher gekommen und die, ich weiß gar nicht, 25, 30 Dosen Pilz, die wir uns reinmassiert haben in den drei Tagen, die habe ich jetzt überhaupt nicht mit reingerechnet. Aber das muss man mit einplanen. Ne? Wenn man mit seinem Kumpel zusammensitzt und einen Laser aufbaut, dann muss man, weil es ja auch brutal warm war in der Zeit, das ist ja schon vor vielen Wochen passiert, dann muss man auch ein Bierchen trinken. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man es halbwegs vernünftig machen will, und wir haben uns wirklich Mühe gegeben mit den ganzen Kabeln, dann kommen schon ein paar Euros zusammen. Wenn ihr die Serie verfolgt habt und die Folgen alle kennt, ihr wisst, das ist nicht mein Laser, sondern der gehört C-View. Und C-View an dieser Stelle, dein Laser ist jetzt fertig. Hat dezent länger gedauert als geplant. Ein paar Monate länger. Aber jetzt ist er fertig und jetzt kannst du ihn verkaufen. Ich denke, wir quatschen auf Discord mal, was du mit deiner tollen Kiste hier anfängst. Ich sag erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin wirklich bemüht, jetzt mal wieder ein bisschen regelmäßiger Content zu produzieren. Das hatte bei mir einfach gesundheitliche Gründe. Und wenn man sich nicht gut fühlt und nicht fit ist, dann kann man sich auch nicht vor die Kamera stellen und Videos machen. Leider. Auch wenn ich es gerne gemacht hätte. Aber naja. Mal sehen, wie es wird in der nächsten Zeit. Weil ich habe hier ja doch noch ein paar sehr viele Diodenlaser, die alle mal angetestet werden wollen. Ich habe da tolle Projekte für den Kopf. Ich habe auch ein riesen Gehäuse gebaut, wo ich die Diodenlaser wunderbar dann testen kann. Das muss alles mal in Angriff genommen werden. Und ich habe hier was. Ach, ich würde euch das so gerne zeigen, aber ich darf es noch nicht. Hier steht ein ganz neuer Laser, der ist noch gar nicht am Markt. Den durfte ich ausgiebig testen. Ich denke, da wird es bald losgehen. Ich hoffe mal, dass der Startschuss bald kommt, weil das Gerät fasziniert mich. Wirklich. Also, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zum Discord-Server. Falls ihr auch mal ein K40 umbauen und aufbauen wollt, Fragen habt, auf Probleme stößt, kommt gerne vorbei. Sind schon 2150, keine Ahnung, 2200, ich weiß gar nicht, wie wir aktuell sind. Und der Sommer, der neigt sich ja jetzt zum Ende. Es kommt bald die schöne Jahreszeit, der Herbst, und dann können wir auch alle wieder mit mehr im Keller basteln. So, in dem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.